How much does visualization influence the design process and impact on a project during its development phase? In this conversation, Philip Scherer, who is a visual artist and architect, and also visiting professor at the School of Architecture, Civil and Environmental Engineering at EPFL, the Swiss Federal Institute of Technology in Lausanne, Switzerland, talks about his approach, which concerns itself principally with objects that are yet to be realized, as opposed to visualizing historical objects, which we also cover in this unit of our MOOC. In the first half of this video, Philip Scherer talks about how he came to be the principal visualizer at Herzog & de Meuron, and how he developed his technique working with Photoshop rather than with rendering software. And then we move on to questions concerning an artistic approach to visualization generally. Du bist nicht irgendwie als Bilder Philipp gestartet, sondern warst entwerfender Architekt dort. Und da wird mich eben auch interessieren, es ist ja oft dann doch auch die Kontrolle von einem Entwurf über das Bild ja wichtig. Und wie viel Einfluss du dann auch im Büro Herzog de Meuron in deiner Funktion als der, der diese Bilder, der diesen Ausdruck ja maßgeblich mitgestaltet, auf das, den Entwurf dann hatte? Ich glaube, man hat einfach wirklich so ab 2000 war halt dieser Druck, Bilder zu produzieren, enorm groß, vor allem bei diesen öffentlichen Gebäuden, Allianz Arena, da mussten wir wirklich liefern. Und das war für das Büro auch ein bisschen so, ab 2000 wurden wir alle ein bisschen auf dem falschen Fuß erwischt, weil wir unheimlich gerne mit großen Modellen gearbeitet haben. Und es musste bei Wettbewerb plötzlich so große Bilder, ob jetzt Rendering oder Montagen, her. Und bin ich eigentlich mehr so ein bisschen reingeschlittelt. Und das war eigentlich sehr unspektakulär. Man hat einfach im Büro ein bisschen geschaut, wer hat ein bisschen ein Handling, ein grafisches Handling, oder? Und Philipp, mach mal oder versuch mal. Und das hat relativ gut geklappt. Und das war natürlich klar für Jacques und Pierre, die waren dann natürlich schon relativ nah dran. Und ich war noch relativ jung, aber habe diese Bilder gemacht und die waren doch recht ordentlich. Und Jacques und Pierre, die kamen dann relativ sehr viel vorbei, um zu schauen. Aber sie haben dann auch, und man spürt es dann auch ein bisschen, und da ist ja auch eine Kultur im Büro vorhanden, wo man merkt, und da wird natürlich nicht alles bis zum letzten Detail definiert vom Projektteam, ob jetzt das eine Balustrade, welche Balustrade etc., dass man natürlich schon so ein bisschen diesen Spirit des Büros halt inne hat. Und da gab es natürlich sicher Elemente, die habe ich einfach reinmontagiert, ohne jetzt da abzufragen. Und dann gab es halt vielleicht wieder mal einen Philipp einen Schritt zurück, oder das ist gut so. Und hilft natürlich auch, dass ich jetzt nicht eine zu schüchterne Person bin, sondern eher tendenziell mal was mache, als groß zu fragen. Ja. Und ich denke, dieser Pragmatismus, auch ein bisschen gespickt mit diesem grafischen Handling, glaube ich, hat zu dieser Zeit gut gepasst. Ja. Ist es ja so, dass deine Arbeit, also ich rede jetzt wirklich von deiner Arbeit, also von deiner frühen Arbeit, also von der bei Herzog de Meuron, das war ja tatsächlich eine Art von Autorenschaft im Bild, die aus meiner Sicht, wie du es ja auch gesagt hast, eigentlich mit dem Rendering nicht mithalten konnte und auch eigentlich auch heute noch aus meiner Sicht mit dem reinen Bild, aus dem rein synthetisch generierten Bild, das ist irgendwie was anderes, weil das tatsächlich, das kriegt einen Charakter, das schwebt, das leuchtet, da ist eine Information drin, die über die reine bildphysikalische Simulation hinausgeht. Wie siehst du das heute mit den Bildern? Also die Bilder werden tatsächlich immer mächtiger, immer wichtiger. Und werden sie auch kunstvoller, oder machen wir gerade wieder einen Schritt zurück, dass die immer naturalistischer werden, aus deiner Sicht? Ich glaube, es gibt so verschiedene Tendenzen, die ich hier spüre. Also es gibt wirklich Projektentwürfe mittlerweile, die also rein synthetisch gerendert oder gerechnet wurden, die also wirklich extrem, also man muss manchmal wirklich fragen, ob das jetzt ein Rendering ist oder eine Fotografie. Es gibt wirklich Renderings, die so
kühl und so nah an der Fotografie sind, also jetzt ohne so das mit Licht Atmosphären zu überlagen, wo man heute viel sieht, ja, sehr viel. Und das andere, wo ich spüre, dass man wieder Schritte zurückgeht, und das ist eigentlich wie, schade, man holt sich so, orientiert sich so ein bisschen von der vordigitalen Zeit und geht in, dann gibt es ein bisschen Architekten, die wieder so mit Modellen arbeiten und die fotografieren, oder dass man halt auch wieder so eher so postmoderne Bildkonstrukte arbeitet mit so homogenen Flächen und Himmeln. Das sieht man auch sehr stark, aber es sind so, was mir noch ein bisschen fehlt, ist, und das machen wir auch bei unseren Studierenden sehr stark, dass wir versuchen, mit Renderings doch große, abstrakte Bildkonstrukte zu schaffen, die jetzt nicht rein auf Fotografie beruhen oder sich an der Fotografie orientieren. Und da denke ich, da gäbe es unheimlich viel Potenzial noch, dieses Medium Rendering auszuschöpfen, oder? Und man, es ist wirklich so ein bisschen vergleichbar mit der Fotografie, auch mit Daguerre und Nisse von Jeps, oder in den 1840er Jahren. Ich meine, da haben die auch, als die Fotografie entstanden ist, haben die sich extrem auch den bildkompositorischen Elementen der Malerei orientiert, oder? Das nachfolgende Medien übernimmt eigentlich immer quasi so Grundsätze des Vorhergehens, und das spürt man sehr stark auch beim Rendering oder bei den Architekten. Diese Engines meistens, die sind wirklich da, um der Fotografie so nahe wie möglich zu kommen. Und da gäbe es, glaube ich, extrem viel Potenzial, dass man ganz abstraktere Mischformen noch erzeugen könnte. Die Technik wäre ja da, aber ich denke, dass der Anwender noch sehr, sehr stark Rendering immer noch mit Simulation von Fotorealismus halt gleichsetzt. Und da, glaube ich, wäre es extrem spannend, hier noch viel mehr daran zu arbeiten, um diesem Medium noch ein bisschen mehr Autonomie zu verleihen. Ja. Aber ich denke, so in der Architektur wirklich haben wir wirklich wenig diese Auseinandersetzung. Es gibt so diese harte fotorealistische Schiene, dann gibt es so diese gerenderte cinematografische Blade Runner-Konstrukte, die auch sehr fotorealistisch sind, aber die so atmosphärisch aufgeladen sind. Und dann gibt es so die Leute, die sich so an analogen Vorbildern orientieren, oder? Und zwischendrin, so aus meinem bescheidenen Winkel, fehlt es mir schon noch, dass man noch versucht, mit Rendering noch mehr herauszuholen, oder dass man das noch ein bisschen mehr antizipiert, ja. Von Photoshop könnten wir vielleicht noch sprechen, dass du ja auch gesagt hast, für mich ist das eines der perfektesten Programme im Sinne von, dass das tatsächlich ein Programm ist, wo diese Handwerklichkeit zum Tragen kommen kann. Also wo man wirklich Virtuosen zuschauen kann, die das bedienen, wo man das Gefühl hat, da ist dann nichts mehr, was zwischen ihnen und dem Programm ist, sondern das ist wirklich, das legen die im Idealfall rein. Das kann man von, glaube ich, wenig Computerprogrammen so sagen, wo das so perfekt umgesetzt ist. Also für mich ist da Photoshop ein Paradebeispiel. Du bist jetzt aber, ich bin auch ein recht intensiver Photoshop-Nutzer, aber natürlich nicht vergleichbar mit dir. Das ist jetzt auch das erste Mal, dass ich gehört habe, dass jemand sich darüber beklagt, dass da nur 99 Layer mal waren. Und dass ich noch kein Photoshop-Bild mit mehr als 99 Layern gemacht. Das finde ich schon auch sehr faszinierend als Anregung. Du sagst, Tausende von Layern hast du da zum Teil. Ja, sicher Tausende, aber ich meine, so diese 2002er Dateien, PST-Dateien, die waren unheimlich unstrukturiert, oder? Also ich musste die mal überall anschreiben natürlich, oder? Weil da gibst du einfach eben 1, 7, 2, 3, oder? Also es hat auch, das ist eine ganz andere Frage, wie man so Files organisiert, oder? Aber ich war dann gottenfroh, gab es dann diese Layer-Gruppen, oder? Diese Ordner. Und die konnte ich dann relativ gut versorgen und staffeln, und dann sah das wieder sehr, sehr, sehr gut aus. Aber ich meine, nur mal einfach mal bei so einem Umgebungselement, bei Menschen, also bei so öffentlichen Plätzen, da waren mal schnell mal 50, 60 kleine Bonhommes hier auf dem Platz zu sehen. Und ich meine, wenn man dann, klar kann man immer die auf einem separaten File präparieren und dann flatten, also auf einer Ebene reduzieren, auf eine Transparent und dann rüberziehen, aber das Tolle ist halt natürlich, wenn es dann so viele
Ebenen und so Ordnergruppen gibt, oder, dann haben Sie natürlich schon die Möglichkeit, je wieder ein anderes Licht oder von der Größe, oder dass man da gut miteinander verschmelzen konnte. Und das andere ist natürlich, ich arbeite unheimlich mit dieser weichen Kante, und bei Oliver habe ich das, glaube ich, auch von Jahren mal beim Lichtenstein, gell, die weiche Kante. Ja, das war fast 15 Jahre, ja. Und da sind natürlich diese Bildfragmente sind nicht nur immer scharf abgetrennt und nicht überlagert, oder? Und vor allem, wenn man viel mit so Sfumato und weichen Kanten arbeitet, dann braucht man schon separate Ebenen, oder? Damit man die dann wieder bearbeiten oder skalieren oder neu austarieren kann. Und das war wirklich, also das war wirklich ein Muss, und das sollte jetzt da nicht so gigomanisch tönen, ja, aber es waren sicher wesentlich mehr als 100 Layers, ja. Ja. Faszinierend. Ja. Ich hätte tatsächlich noch eine Frage, die mich interessiert, nämlich wenn du das Visualisieren als eine künstlerische Betätigung oder das künstlerische Element da walten lässt, gibt es darin einen Vorteil, der sich darin ausdrückt, dass man nicht zu sehr etwas verspricht, das nicht unbedingt gehalten werden kann? Mit anderen Worten, wenn du sehr realistisch in Anführungszeichen visualisierst, machst du dann als Architekturbüro oder als Visualisierer oder als Architekt oder Architektin ein Versprechen, dass dann das Publikum, sei es die Öffentlichkeit oder die Behörden oder sei es der Kunde, annimmt, das sieht dann auch wirklich so aus. Während eine mehr künstlerische, abstraktere, weniger realistische Angehungsweise vielleicht eine Distanz einbaut, von der man dann sagen kann, ja, es geht mir ums Konzept und um die Idee. Da ist die Grenze natürlich extrem schleichend. Und das hat auch sehr zu tun mit den Kulturen, auch in den verschiedenen Ländern. Und das war schon in den 2000er Jahren so. Da gab es natürlich Londoner Büro, die haben alles gerechnet. Und die haben natürlich auch bewusst und auch zu Recht gesagt, also unsere Bilder, die sind absolut akkurat, in Anführungszeichen, oder? Die Gebäudevolumen aus dieser Perspektive stimmen. Und das ist ein wichtiges Element, wobei natürlich man fragen kann, eben, also wenn du ein Portrait nimmst und du hast verschiedene Blenden, oder? Dann sind die Köpfe auch dementsprechend verformt. Es gibt ein tolles GIF von einem Portrait, wo aus 2,4 dann auf 22 wieder zurückgeht, und du siehst wirklich sehr, sehr anders aus, also auch vom Ding. Also es reproduziert einfach eine Kamerasicht von der Optik her. Also schon dort kann man sich fragen, ob das stimmt. Aber das war uns wichtig schon von Anfang an. Darum hast du auch immer gesehen, dass wir immer so 3D-Render quasi genommen haben als Grundlagen, noch nebendran vielleicht noch aus der gleichen Kamera Umgebungselemente wie Seitgebäude, wo man jetzt nicht wegen Höhe oder so Trischeriereien, also dass man so schummelt, dass man nicht sagen kann, da ist jetzt die Höhe, ist oder spielt etc. oder? Aber es gibt natürlich viele taktische Elemente rein, von der Tagesstimmung, von der Belichtung, Innenlicht, Außenlicht, vom Sonnenstand, oder wo du natürlich groß manipulativ arbeiten kannst, obwohl eigentlich die Höhen der verschiedenen Elemente stimmen. Und da musste man natürlich dann auch sagen, eben, Bild ist ein Bild, Realität ist was anderes. Und das wurde uns dann bewusst, dass wir doch immer mehr auch aufpassen mussten, dass es doch auch immer wieder Leute gibt, die natürlich Bilder jetzt in dieser Anfangsphase, und das war zu Wettbewerb, oder, dass das natürlich nicht als jetzt 1:1 versprechen oder genommen wird, ja. Und ja. Diese Renderings werden, wie du jetzt sehr schön gezeigt hast, so stark dazu verwendet, auch neue Bauten da zu promoten und so, bevor sie noch fertig sind, dass dann am Ende so viele können fast gar nicht hingehen, je nachdem, wie das mal gleich viele sind, wie das Rendering gesehen haben. Was natürlich für uns Architekten und auch eher so poetisch anmutende Betrachter schön ist, wenn es noch Interpretationsspielräume in den Bildern gibt, also wo man noch einen Beitrag als Sehender reininterpretieren kann, also noch Elemente, die jetzt nicht bis aufs Letzte ausdefiniert wurden, also gewisse abstrakte Elemente haben, aber das braucht natürlich auch einen gewissen Aufwand, einen Interpretationsaufwand, und dass wir natürlich heute in einer relativ sehr getakteten, schnelllebenden
Bild-Food-Gesellschaft sind, mhm. wo ich mich frage, ob überhaupt noch großabstrakte Bilder in unserer schnell getakteten Medienwelt überhaupt noch funktionieren, ja.